Liebe Freunde, liebes Internet, heute werde ich von euch da draußen drei Personen glücklicher machen, als sie jemals in ihrem Leben zuvor waren. Nein, ich schenke ihnen keinen Lamborghini, nein, ich schenke ihnen keine 1 Million Euro, sondern etwas passiert, was längst überfällig ist, aber irgendwo trotzdem niemand erwartet hat. Viper bekommt einen insane starken Buff und wird damit in die Mitte der Meta gerückt. Klingt ziemlich interessant, ist es auch. Das ist Valorant World und heute gehen wir einmal durch den neuen Patch durch und mit einigen kleinen anderen Sachen, die in nächster Zeit stattfinden werden. Bei Buffs und Nerfs, also Verstärkungen und Abschwächungen von Charakteren, war Riot schon damals bei League of Legends etwas, ich nenne es mal eigen innerhalb der letzten Jahre. So hat sich auch seit Valorant Release gefragt, was denn eigentlich mit Viper los ist. Eine unglaublich niedrige Pickrate wird von wenigen gespielt und die Winrate, also die Anzahl der Spiele, die sie gewinnt, ist im Vergleich zu anderen Charakteren extrem niedrig. Dementsprechend war es also sehr, sehr lange überfällig, dass Viper irgendwie von Riot mit Verstärkungen weiter in die Spielmitte gedrückt wird. Neben einem Buff im letzten Monat, der aber eher sehr, ja, überschaubar war, kam da bis dato nicht wirklich was. Buffs und Nerfs wie zum Beispiel Banner Race und Sage, die kommen am laufenden Band, Viper aber wie gesagt fast nicht angerührt. Und jetzt endlich mit 1.05 packt man Viper richtig, richtig hart an und das im positiven Sinne. Insgesamt darf sie auf drei verschiedene Verstärkungen zugreifen, die für ihren Spielstil unglaublich wichtig sind. Die erste Verstärkung, die betrifft ihren Treibstoff, also quasi das, was ihr als Anzeige habt, was sich auflädt, wenn ihr nichts benutzt und wenn ihr dann eure Wall oder eure Giftbubble benutzt, die dann langsam runtergeht. Bisher war es ja immer so, wenn ihr die Wall als auch die Giftbubble gleichzeitig angewendet habt, natürlich, dann wird der Treibstoff wesentlich schneller verbraucht. Und ihr könnt das Ganze vielleicht mal 5, maximal 10 Sekunden bei voll aufgeladenem Treibstoff irgendwie hochhalten. Jetzt hat man aber gesagt, egal ob ihr beide gleichzeitig oder nur eine gleichzeitig benutzt, der Treibstoff, der verschwindet in einem gleichbleibenden Tempo. Das heißt, habt ihr beides gut platziert, könnt ihr zum Beispiel in einer Retake-Situation oder während ihr einen Spot erobert, unglaublich viel Visibilität nehmen. Du kannst den ganzen Spot absmoken, einwallen und das Ganze kann relativ lange sogar halten. 10, 15, vielleicht sogar 20 Sekunden am Stück, was in Valorant pro Runde extrem viel Zeit ist, wie alle wissen. Ist der erste Buff, aber wahrscheinlich sogar der kleinste von allen. Der zweite Buff, der betrifft ihre Giftbubble mit dem Verfall. Da hat man jetzt nämlich gesagt, normalerweise hast du 10 Schaden pro Sekunde bekommen. Buffen wir das Ganze nochmal an Schaden um 50%. Das heißt, ihr bekommt jetzt 15 Schaden pro Sekunde. Wie ihr alle wisst, das regeneriert ihr natürlich auch wieder, wenn ihr aus dieser Giftbubble rauskommt. Und da hat man jetzt auch nochmal zusätzlich so ein bisschen den Antrieb genommen und gesagt, oh, das machen wir nochmal ein bisschen stärker, nämlich ihr regeneriert das Leben nicht direkt, wenn ihr aus der Bubble kommt, sondern müsst erst 2,5 Sekunden abwarten, bis dieses Leben wieder auf den ursprünglichen Wert regenerieren kann. Das heißt, selbst wenn ihr aus der Bubble raus seid, ihr immer noch extrem anfällig seid für alles, was euch entgegengeschossen wird. Schleicht ihr also so durch eine Bubble mit 3, 4 Sekunden, verliert ihr locker 50, 60, 70, 80 Leben und es kommt auch nicht direkt wieder zurück, sondern erst nach 2,5 Sekunden fängt es an, sich langsam zu regenerieren. Das heißt, diese Bubble wird viel, viel risikoreicher zu durchschreiten und damit sind diese Smokes viel, viel attraktiver natürlich, um Gegner aufzuhalten. Einige Leute werden sich jetzt schon denken, okay, das ist bis dato ziemlich krass. Jetzt kommen wir aber zu der krassesten Änderung und die betrifft ihre Ultimate. Auf der einen Seite könnt ihr die direkt nach Rundenanfang starten, wenn ihr das wollt, indem ihr einfach die X-Taste, Maustaste gedrückt haltet, damit dann instant nach Rundenbeginn auch eure Ultimate aufploppt. Und jetzt wird es ziemlich geisteskrank. Ihr wisst ja, dass eine Viper 5 Sekunden normalerweise außerhalb der eigenen Ultimate stehen kann, bevor man wieder rein muss oder die ganze Ultimate fällt in sich zusammen. Hier hat man gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr 5 Sekunden lang, sondern 12 Sekunden lang. Das heißt, was du alleine an Laufstrecke zurücklegen kannst, bevor diese Ultimate zusammenfällt und die Leute immer noch glauben, du bist in dieser Ultimate, du kannst die Gegner so hart umlaufen und das ist halt nicht 5 Sekunden und nicht mal irgendwie 8, 9, 10 Sekunden hat man gesagt, sondern ganze 12 Sekunden. Das ist absolut insane. Du kannst da gefühlt zum anderen Spot laufen und erst dann bricht deine Ultimate zusammen. Nicht nur das hat man natürlich gesagt, sondern wenn ein Gegner in diese Schlangengrube, also eure Ultimate als Viper, hineingeht, wird automatisch die Minikarte verdeckt.
Das heißt, die anderen kriegen nicht mal die Information, wo steht denn die Viper, wenn sie gespottet wurde. Das heißt, wenn ihr reingeht in eine Viper Ultimate, seid ihr wirklich komplett auf euch alleine gestellt. Und nicht nur das, sondern diese rote Umrandung von der Viper, die sie bekommt, wenn sie zum Beispiel einen Gegner sieht, da hat man jetzt gesagt, da machen wir der Viper das noch einfacher und diese rote Umrandung wird noch einfacher und stärker zu sehen. Und ich denke mir so, wie zur Hölle, also das ist ein Buff, der besonders die Ultimate betrifft, aber auch die beiden anderen Sachen, die wir vorher besprochen haben, mit der Giftbubble und natürlich auch mit dem Treibstoff, der für mich sagt, alter Viper ist, das ist super geil und ich freue mich selber Viper zu spielen, wenn ich mir das so anhöre. Und jetzt meine Frage natürlich an euch, was haltet ihr von diesem Viper-Buff? Glaubt ihr, es ist gut, dass Viper den Buff bekommen hat, damit die mal irgendwo mitspielen kann? Oder sagt ihr, das ist noch viel zu schwach? Oder sagt ihr, das ist komplett over the top, das ist zu viel. Die sind ja komplett gaga, geisteskrank. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sich das dann auf die Winrates und natürlich auch auf die Spielrate ausweitet und ausdrückt. Kommen wir aber mal zu ein paar anderen Charakteren. Erstmal Raze und Brimstone, da können wir es super kurz machen. Ihre Ultimates haben bisher 6 Ulti-Punkte gekostet, wurde jetzt beides angehoben auf jeweils 7 Ulti-Punkten. Brimstones Ultimate kennen wir zum Delayen, unglaublich wichtig. Eine Raze Ultimate, der Skillshot, den kennen wir natürlich auch. Dementsprechend hat man hier gesagt, es ist ein kleiner Nerf, aber durchaus einer, der sich besonders auf lange Spiele irgendwo bemerkbar machen kann. Bei Brimstone als kleiner Ausgleich kommt übrigens, dass euer Stimpack jetzt vom Wirkungsbereich nicht mehr auf Gegner wirkt und auch für diese nicht mehr zu sehen ist. Das heißt, haut ihr mal wirklich einen Stimpack neben euch, euer Gegner hat das nicht gesehen, dann wird er es auch nicht um die Ecke sehen können, weil da irgendwas am Leuchten ist. Er kann den Bereich halt selber nicht mehr nutzen. Das ist, finde ich, auch eine gute Sache. Viele Pros haben Stimpacks fast gar nicht mehr mitgenommen, weil sie halt, ich will nicht sagen useless waren, aber halt nicht mehr so wichtig. Das wird ihm $100 kosten oder 100 Credit kosten, denke ich mal, wenigstens wieder einigermaßen viable machen. Außerdem wurden Brims Arme etwas verschönert. Sache hier aber right. Ihr guckt die ganze Zeit auf eure Arme. Machen wir sie vom Modell, vom 3D-Modell her ein bisschen schöner. Ob das nötig war oder nicht, es ist auf jeden Fall jetzt da. Cypher wurde auch ein bisschen abgeändert. Der bekommt sogar, ich will mal sagen, es ist ein Mini-indirekter Buff, denn da hatte man als Cypher-Spieler, besonders wenn man One-Way-Cages irgendwo verwirft, immer das Problem am Anfang des Spielzugs, die kannst du nicht wieder aufheben, selbst vor Rundenstart. Jetzt sagt man sich auch, innerhalb des Spiels kannst du diese Käfige von einem immer, von Cypher nicht aufheben, anders ist es immer bei der Trapwire gewesen, die ja am Ende des Spielzugs auch gerne mal wieder mitnimmt, um Geld zu sparen, aber vor dem Anfang einer Runde, also bevor die blauen Wände runtergehen, da hat man jetzt gesagt, okay, Cypher kann diese Cages wieder aufheben, um zum Beispiel neue coole Spots nochmal zu versuchen, die man vielleicht vorher verworfen hat. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache, die schadet keinem, die ist sehr, sehr selbstverständlich schon fast von mir für mich und dementsprechend auch eine wichtige, aber auch sehr kleine Änderung. Außerdem bekommt die Classic, also die Waffe, die ihr am Anfang jeder Runde automatisch habt, eine kleine Abänderung oder einen kleinen Bugfix. Da hat man gesagt, okay, dieser Dreifachschuss, den müssen wir uns mal anschauen. Da wird jetzt während des Sprungs Ungenauigkeit draufgerechnet. Das war vorher teilweise buggy nicht der Fall. Beim Laufen ist diese Ungenauigkeit ein bisschen runtergesetzt worden. Im Hocken ist diese Ungenauigkeit etwas runtergesetzt worden. Beim normalen Gehen etwas hochgesetzt worden. Also hat man da so ein bisschen mitgespielt. Das wird die Classic ein bisschen anders spielbar machen. Müsst ihr aber selber mal ausprobieren, da sie an verschiedenen Teilbereichen stärker oder schwächer geworden ist. Außerdem gibt es jetzt ein kleines Comfort-Tool im Kaufmenü. Dort hattet ihr ja bisher immer die Waffenzahlen angegeben. Jetzt ist das Ganze grafisch dargestellt, damit es euch wesentlich einfacher fällt zu vergleichen, welche Waffe auf welche Distanz welche Werte hat und vielleicht für das ein oder andere Play besser geeignet ist. Neben einigen anderen kleineren Bugfixes, wie immer die Patch Notes natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, hat das Elder Flame Skin Paket sogar einige Bugfixes abbekommen und da ganz, ganz vorne mit dabei, wenn ihr auf die Operator wechselt, dann ist der Sound jetzt etwas leiser, weil der war teilweise unangenehm laut. Und mit unangenehm laut meinte ich so laut, dass ihr Steps zum Beispiel oder Schüsse nicht mehr hören konntet. Hat man jetzt gesagt, nehmen wir ein bisschen den Boost raus. Außerdem werden einige Sounds leiser in dem Moment, wo ihr Schüsse oder Schritte hört. Einfach damit es wirklich euch bei diesen ganzen Waffensounds normal schwerfällt, eure Umgebung wahrzunehmen. Das war vorher, wie gesagt, nicht der Fall, weil sie einfach unglaublich laut waren, sehr, sehr viel vom Bildschirm versperrt haben. Ich mag sie selber, die Skins. Ich weiß, dass es Ding ist sehr teuer und sehr, sehr umstritten. Trotz alledem hat man jetzt hier gesagt, nehmen wir den Elder Flame Skins ein bisschen Wind aus den Segeln, was die Präsenz auf dem Bildschirm angeht.
Zwei kleine News für euch, die ebenso interessant sein könnten. Auf der einen Seite wurde ins Data-Mining extrem reingegrätscht seitens Riot. Da haben ja viele findige Leute schon in den Spieldateien vorab gesehen, was für Helden, was für Charaktere bald kommen könnten. Da hat Riot aber gesagt, viele der Sachen, die veröffentlicht wurden, liebe Freunde, die sind schon lange vom Tisch. Das sind Überbleibsel aus der Vorzeit, wo man geschaut hat, was irgendwo ins Spiel passen könnte. Dazu sind auch diese beiden eingeblendeten Helden natürlich jetzt gemeint. Das heißt, auch in Zukunft, alle Sachen, die ihr eventuell als Gerüchte hören solltet, wartet da lieber ab, bis das Ganze bestätigt ist. Im Spiel befinden sich anscheinend ganz, ganz viele Spieldaten noch, die wir so nie im Spiel sehen werden. Außerdem nimmt das erste deutsche Profiteam endlich Gestalt an. Liebe Freunde, Big International Gaming, ja? Die Jungs, die haben ja mit Gobbi und Alex eher schon ein wunderbares Startroster quasi announced, was endlich auch das erste bezahlte große deutsche Valorant-Team nach außen tragen soll. Der dritte Spieler ist mittlerweile auch bekannt, das ist der gute Aslan. Den haben wir vorher bei Battalion gesehen, spielt jetzt aber schon sehr, sehr lange Valorant und hat da sehr, sehr starkes Talent gezeigt und wird jetzt unter den alteingesessenen CSGO-Herren neben Alex R und natürlich auch Mastermind Gobbi der dritte Platz im Big Team sein. Zwei Stellen sind damit auch offen, da werde ich euch natürlich auch in den nächsten Folgen hier auf einem Laufenden halten. An diesem Wochenende startet übrigens auch wieder unser 99 Valorant Cup. Da könnt ihr euch natürlich jederzeit anmelden auf 99valorant.gg. Einfach die eure vier besten Freunde nehmen, mitspielen und um die deutsche Krone kämpfen. Das war's auch schon mit dem Video. Hier könnt ihr natürlich gerne in die restlichen Videos reinschauen. Da geht's um Cheaten und Playlist und Abonnieren-Button. Also lohnt sich auf jeden Fall. Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Das freut mich und hilft mir natürlich ungemein. Und guckt bei mir im Stream vorbei. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Buddy.